Recht herzlich willkommen zur 171. Folge von Towns. Hier letztes Mal haben wir nach dem Essen geguckt, das war gut. Irgendwie kriegte der Händler noch 37 Erde. Und da ist er noch. Die müssen das dann mal hinbringen, ne? Vielleicht klappt das ja nochmal. Aber die sind da irgendwie beschäftigt und da klappt irgendwas nicht, ne? Alles klar. Die wollen ihm Steine geben, die der gar nicht braucht. Naja, irgendwann haut er dann, glaube ich, automatisch ab, ne? Unsere Träger voll beschäftigt mit dem, was sie da tun. Du glaubst es nicht. Weglegen, hinlegen, weglegen, hinlegen. Super, ne? Und Destroy Stone. Kriege ich das hin? Ja. Destroy Stone. Ne? Destroy Stone. Okay, ich glaube, jetzt kriegen wir das so hin, dass die nicht mehr da. Doch, da ist immer noch einer mit dem Stein. Destroy Stone. Nee. Ja, das ist ein Bug, ne? Ich glaube, ich kriege ihn auch nicht weg. Das ist das nächste, ne? So, nicht, dass er. Das ist so. Weiß auch nicht, ob sie neu erholen. Könnte auch noch sein, ne? Er möchte keine Steine mehr, wahrscheinlich. Aber die wollen dem immer noch Steine geben. So, destroyen wir den auf jeden Fall, bevor die da noch einen wegholen. Ich glaube, irgendwann hören die aber auf, ne? Kann man auch Destroy Händler machen? Da liegen so viele Steine drauf, oder was? Ich weiß auch nicht, ob ich so endgültig dann wegkriege oder nicht. Keine Ahnung. Nee, jetzt habe ich ihn wieder. Die möchten dem unbedingt noch Steine geben und wir haben gar keine Steine mehr. 28 Erde. Das wäre das Schöne, wenn sie ihm Erde bringen würden, aber das tun sie nicht. Irgendwas ist da faul. Und dadurch, dass das ist, ist ja, wird auch anders nichts getragen, ne? Oh, jetzt ist. Ich glaube, wir müssen den Stein da sogar liegen lassen, damit die da nicht dran gehen, oder? Ich weiß es nicht. Jetzt liegt da ein Stein. Und da ein Stein. Er legt den jetzt dahin und versucht es immer wieder. Und die bringen immer noch mehr Steine, ne? Ja. Also kannst du machen nix. Oh, da, die destroyen hier. Ah. Okay. Das ist ein super Spiel hier jetzt. Also wenn sie da liegen, dann müssen wir sie doch wegmachen, damit sie neue holen. Okay. Na? Das ist buggy. Ja, irgendwie klappt es nicht, ne? Den kaputt machen. Und da kommt wieder einer und bringt noch einen, oder wie ist das? Jetzt sind einige weniger
Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Ach, der schläft wahrscheinlich mit dem Stein in der Hand dann da, oder was? Ja, keine Ahnung. Na, es geht doch nicht. Ja, Beschäftigungstherapie für Townies, alles klar. Gut. Hier werden aber auch welche, oder hier bauen auch welche weiter, sagen wir es mal so. Wie sieht es denn unten überhaupt aus? Haben wir da schon genug gefangen? Türen sind alle zu, ne? Dann sollten wir hier mal close and lock und da aufmachen. Das war jetzt nicht so dolle. Naja. Die laufen da gleich schon wieder rein, ne? Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Mach den mal weg, den Patrol Point. Und dann können wir hier auch abschließen, ne? Jetzt wollte da gerade einer hin, aber der durfte nicht mehr. So. Türen sind alle offen, keiner läuft rein. Doch, da kommt schon der erste. Super. Das hat schon mal geklappt. Ob das mehr oder weniger sind, sieht man nicht. Ich glaube, die kommen immer nach, kann das sein. Dann müsste man hier einfach mal nur Destroy Tomb machen, ne? Aber ist ja auch nicht die Lösung, ne? 51 Soldaten da reinschicken, oder? Das ist die Lösung. Oder? Ich weiß es nicht. Gut, gucken wir oben weiter. Die sind kräftig am Steine schlüren. Okay, das läuft. Das läuft auch noch. Irgendwann fährt er ja, das haben wir schon mal irgendwann festgestellt. Rote sind genau da. Wie sieht es oben mit dem Treppenhaus aus? Bestimmt ganz widerlich, weil das hat ja super funktioniert, das Treppenhaus zu bauen. So, das ist die erste Ebene, ne? Da geht noch mal nix. So, das würde bedeuten, da ist schon eine Treppe. Also da hoch, dann geht's dahin. Dann kommt man hier hin, dann könnt ihr da hin, dann geht er hoch. Dann geht er noch höher, ist hier vor der Tür. Kann aber auch noch da und darüber, oder? Ja, das müsste auch so funktionieren. Das Loch kann, glaube ich, bleiben, weil da kommt dann eine Treppe auf diese Etage. So, jetzt ist nur die Frage. Der Stein ist okay, ne? Aber dieser hier nicht. Hier muss noch einer hin. Das machen wir doch mal gerade. Ich glaube, dann könnte das sogar passen, oder? So, das ist tiefer, genau. Das ist die Frage, wo kommt das hin? So genauestens überlegen hier, was wir da tun, ne? Also hier muss erstmal eine Treppe hin. Ich glaube, das können wir jetzt auch bauen. So, da kommt eine Treppe hin. Dann kommen die dahin, gehen hier hoch. Kommen dahin, können noch einen höher. Sind dann hier, können hier rüber gehen, kommen dahin. Das heißt, da muss auch einer hin. Und dann gehen sie da auf diese Etage hoch. Und hier fehlt es dann schon. Das bedeutet, dass wir dort noch einen Stein setzen müssen. Beziehungsweise ein Holz. Aber ist das da richtig? Nee, das ist da nicht richtig. Es müsste da sein. Und irgendwie möchte es nicht da gehen. Läuft nicht. Schade. Hier wird's gehen, ne?
Aber da nicht. Ich das jetzt so hoch machen, ne? Wo sind das? Ist da schon wieder einer drauf oder was? Ich glaube ja, ne, oder? Ich das jetzt anlogge. Da ist es richtig. Das ist ein optischer Fehler oder was? Und wenn ich dann hochgehe, wird da irgendwas anderes angezeigt, glaube. Ah, das ist richtig complicated, ne? Also da haben sie schon mal fertig hingekriegt jetzt. Und dann geht man da hoch, dann gehen sie da hoch, sind auf der Etage, dann geht's da noch höher und sie sind hier. Gehen da hoch, okay, dann fehlt uns da die Treppe, die jetzt aber gerade gekommen ist. Sind da, gehen da rum und jetzt fehlt's hier an weiteren Möglichkeiten hochzukommen. Ich stelle jetzt mal, weil der am einfachsten auch wieder wegzumachen ist. Achso, dann muss man da ruhig schon wieder hin. Ich stelle da jetzt mal so ein Scaffold hin, um mir das anzugucken, wie das aussieht. Wo der ist. Aber der ist dann da, ne? Und wenn ich den hochhebe, dann sehe ich das vielleicht dann mal besser. Gut, okay. Essen ist okay. Die sind immer noch mit dem Händler beschäftigt. Krass. Aber die bringen jetzt schon mal Erde dahin. Das heißt, wenn der seine Erde hat, dann haut er ab und dann ist das Ding auch durch. Naja, das ist schon mal etwas, ne? Gut, ich glaube, hier ist auch noch weniger schon geworden, oder? Vertue ich mich da? Na, wir werden es sehen. Pick macht es auf jeden Fall auch irgendwo. War er das? Ich glaube, er war das. Ja, hier sind noch ein paar Stellen, wo zugemacht werden muss, aber das läuft super. Da könnte noch ein Stein hin. Und wir kommen dahin noch hoch, ja. Dann ist das auch erledigt. Die Mauer ist dann fertig. So, dann geht's hier weiter. Das ist alles gut. Da müssen sie erstmal zumachen. Das geht dann auch so. Ne, funktioniert so nicht. Lass weg. Ja, mit dem Berg sind wir dann noch nicht fertig. Ja, komm, dann machen wir das mal so, dass wir gerade hier Mine machen. Und dann ist das weg. Haben wir das schon? Weiß ich nicht. Lass die Spitze da schon mal abbauen. So, hier müssen wir dann so arbeiten, dass das da weitergeht. Und ich weiß nicht, ob das schon reicht, aber wir werden das dann sehen. Da. Da läuft schon mal. Und da würde ich sagen, machen wir so. Und da müssen wir auf jeden Fall so machen. Da muss auch so. Oh, da kommen die nicht runter, wenn da nicht fertig gebaut wird. Gut. Da machen wir so. Da ist schon alles zu. Da sind schon die Viecher oben drauf. Cool. Da machen wir so. Und hier machen wir es so. Und hier ist er auch schon fertig. Das bedeutet, können wir auch nach da machen. Nach da machen. Ja, das hat gut geklappt, nämlich gar nicht. Jetzt ist er aus. Da lang. So, lass erst weiterbauen. Da geht's bis dahin zuzumachen. Der muss auf jeden Fall dahin. Gut, dann sind wir da schon eingemauert ziemlich. Wenn wir demnächst mal gucken müssen, wo die Spinnen dann noch langlaufen oder wer da auch immer kommen mag, damit das fertig ist. Diese Mauer ist zu, aber hier hat's bisher nicht geklappt.
Keine Ahnung, warum die es da nicht abbauen wollen. Hier ist schon mal was gelaufen. Da läuft's auch. Kriegen wir auch hin. Gut. Wie weit müssen wir denn da rüber? Die Mauer ist da. Okay, das würde dann irgendwie hier so sein. Haben wir schon ausgewählt noch? Ja. Dann machen wir das nochmal gerade so, dass wir dieses mal darüber ziehen. Und machen das mal hier hin bis dahin. Machen wir mal bis dorthin, weil wir hier einen Eingang lassen sollten vielleicht. So, passt schon. Hier müssen wir um die Radieschen vielleicht rum. Müssen wir gucken, wie wir das dann machen. Aber die bauen das ja schon da lang, ne? Okay. Okay, hier sind zwei Steine auf dem Wasser. Ich hoffe, die ertrinken nicht, wenn sie den da hinsetzen. Genauso wie das da ja auch ist. Aber da kommen sie von dahin und deswegen funktioniert das alles sehr schön. Gut, funktioniert. Ja, gucken wir mal gerade hier nochmal vorbei. Ne? Händler schon weggefahren. Nein, Händler ist noch da. Händler bekommt noch was. Eine Erde. Die kommt da gerade und dann ist das Thema auch durch. Weil der haut ab. Die laufen jetzt wie bekloppt noch hinterher. Wenn er auf der Karte weg ist, dann ist er auch von denen weg. Das sind Helden, ne? Die laufen da hinterher, um ihnen noch Steine zu geben, die gar nicht mehr brauchen. Gut, wo läuft dann lang oder fährt dann lang? Gibt es hier oben einen Ausgang, wo er raus kann? Oh. Sehr interessant, durch diese Palisade kommt man durch. Wofür habe ich die dann gebaut? Naja. Auf jeden Fall haben wir nur eine Seite zum Verteidigen dann, ne? Jetzt ist er gleich weg. Und was macht ihr dann? Die Steine fallen lassen? Ja, sie lassen die Steine hier fallen. Okay, dann ist das Ding durch. Das ist schon mal gut. Und hier wurde er schon abgebaut. Ah, irgendwie können sie da nicht abbauen, ne? Das ist die Frage. Ich mach's mal so, vielleicht klappt es dann mit dem Abbauen. Und Dick, mein Dick. So. Und so sollte dann auch abgebaut werden, ne? Hier fehlen ein paar Kerzen, aber wisst ihr was? Das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.